Willkommen zur zweiten Season unserer F1 2021, mein Team Season. Wir sind wieder bereit, aber vieles Neues. Neues Design, neuer Kalender, neue Teamfarben und vielleicht sogar neuen Teamkollegen. Dafür müsst ihr aber dranbleiben. Abonniert gerne den Channel und hier haben wir Sahir, 5,4 Kilometer, 15 Kurven und unfassbare 3DS-Zonen, eine Megastrecke zu überholen. Und so auch eine sehr spaßige Strecke, sehr abgelegen. Auch wenn Bahrain halt zu 90% nur aus Wüste besteht. Aber trotzdem, hier eine coole Strecke hingebaut, hingeballert. Und das ist unser Auto-Design. Ich habe mich ein bisschen in das Phantom-Design verliebt. Sieht ziemlich genial aus, wie man die Farben verschiedene Knopf hat. Das ist genial, was da vorne drin ist. Ich weiß, man könnte lernen, man könnte sagen, es ist altbacken, aber ich finde das Phantom Design ziemlich genial und deswegen habe ich es mir auch genommen. Dann kam so ein bisschen, das ist nämlich noch vorher aufgenommen, die Frage, welchen Fahrer wir uns nehmen. Jetzt kommt es, abonniert gerne den Channel für mehr Formel 1. Und lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und für mehr Formel 1 News und Wissenswertes, schaut doch gerne auf unseren Instagram und auch gerne auf dem TikTok-Account vorbei. Auch auf ITU, its-tobi auf TikTok oder auf ITU-jt. Könnt ihr gerne auf TikTok vorbeischauen. Und ich habe mir zuerst auch gedacht, wir nehmen uns einen Youngster. Aber das war mir dann zu mühsam. Dann dachte ich mir, oben weiter, ich hätte sogar Nori gehabt. Oder auch weiter oben Gasly, aber die waren alle zu teuer. Und deswegen, ich meine, er hatte schon 91er Rating-Masse. Und ja, irgendwie habe ich dann noch ein bisschen rumüberlegt, Russell, aber da bin ich jetzt nicht gerade der größte Fan davon. Und dann bin ich eigentlich beim Massa stehen geblieben. Er hat eine gute, solide Leistung gebracht, ein paar Punkte geholt. Und ich meine, wir hatten ihn noch nur eine halbe Season, also kann man ihm nochmal eine Chance geben. Wir geben ihm bis Österreich oder, keine Ahnung, Belgien oder so eine Chance. Und ich hoffe, es ist keine Enttäuschung, aber ich musste ihn nochmal nehmen. So, und jetzt kam so ein bisschen das Umstyling und auch so die Bilanz, wie viel Kohle wir bekommen. So, hier nochmal der Kalender. China fällt Gott sei Dank raus. Dafür kommt Imola und Portugal rein. Das freut mich natürlich. Ich mag beide Strecken sehr. Und China mag ich jetzt eh nicht so. Und die gehört ja nicht mal im Kalender rein. Deswegen finde ich es ziemlich cool. Der Kalender alles ein bisschen umgedreht. Und jetzt geht's ins Designtechnische. Das werde ich aber nur ganz, ganz kurz anstrecken, weil ich habe pinnen, weil ich habe 45 Minuten gebraucht, um die Designs richtig auszuwählen, dass es für mich zum Auto passt und auch ein bisschen raussticht. So sah das alte aus und so wird das neue Design aussehen. Ich weiß, das Grün passt jetzt nicht ganz zum Autodesign, aber ich habe das auch in den Handschuhen reingeballert. Und das soll so ein bisschen das Markenzeichen sein, so ein richtig leuchtendes Grün soll unser Team halt nochmal auffrischen. Das Logo wird nicht geändert, weil es für mich passt und vor allem, ich meine, ein Mercedes ändert auch nicht das Logo jedes Wochenende, also möchte ich das auch beibehalten. Und ja, das soll auch so unser Markenzeichen werden, dieses, sieht auch ein bisschen aus wie ein I, ein U. Man könnte sich auch dieses Plus mit das T vorstellen. Also dann haben wir eh fast alles. Also ja, das U könnte man, das U, das I und so weiter, das O bezeichnen. Also es ist ziemlich kreativ, muss man sagen. Also sieht für mich aus wie ein ITU. Und das war's dann mit dem Gerede. Wir sind hier im Headquarter und das sehen wir oben. Wir haben 46,8 Millionen bekommen und das ist riesig. Ich habe das in die Investition reingesteckt. In vielen Fachgebieten habe ich ein bisschen was reingesteckt. Ich hoffe, wir können das beibehalten. Unsere erste Runde bringt uns 4000stel hinter Carlos Sainz Junior. Aber ich lege dann gleich noch eine Runde nach. Und ja, das ist vielleicht ein kleiner Fehler, weil ich Idiot ja nur einen Reifensatz habe, mit dem man hier fahren kann. Ein kurzes Qualifying. Und ja, ich konnte mich dadurch nicht mehr verbessern. Das ist die Qualifying-Runde, mit der ich mich qualifiziert habe. Wir kommen ja auch mit 2/10 oben rauf. Ich wollte hier zuerst doch, in der ersten Runde habe ich hier den Hamilton gemacht, der ja 29 Mal hier rausgefahren ist und irgendwie keine Strafe bekommen hat. Und wir haben Lille im ersten Sektor, scheint als ob unser Auto der erste Sektor liegt. Da ist viel Speed, ich habe echt viel in Motor investiert. Und ja, so jetzt kommt dieser kurvige Mittelsektor, wo wir eher ein bisschen verlieren. Also man sieht es auch oben rechts, da bin ich ein bisschen schlechter rausgekommen. Da verlieren wir gleich noch 1/10. Das ist echt nicht gut. Aber ich hole das natürlich wieder im letzten Sektor raus. Gönnen wir auch hoffentlich von dem Doktor Windschatten. Ich habe keinen Plan, wer das ist. Und ich denke mal, er ist auch zu weit weg für Windschatten. Aber wir können es ja probieren. Ich meine, das ist, das könnte. Das könnte gar nicht. Nein, das funktioniert bei Gott nicht. Wir sind da eine halbe Länge weg. Und unsere Teamfarbe ist jetzt auch nicht mehr grün,
schwarz, sondern wir sind jetzt ein helles Blau. Also unten links dieser Pfeil. Wir sind jetzt ähnlich wie Red Bull, aber ein bisschen heller. Ähnlich wie AlphaTauri, aber ein bisschen dunkler. Also ein bisschen heller. Aber ein bisschen, ja, wir sind heller, ein bisschen wie alle anderen Teams, ein bisschen dunkler wie 92% sogar besteht aus Wüste hier in Bahrain. Wir haben das Aston Martin Safety Car zum Saisonauftakt unserer zweiten Season. Ich bin sehr gespannt, wo wir uns qualifizieren konnten. Sebastian Vettel startet nur vom 13. Platz. Auch bei dem läuft es nicht gut bei Verstappen. Boah, der hatte auch eine richtige Season zum Vergessen. Ich hoffe natürlich, unser Helmdesign gefällt mir natürlich auch sehr, sehr. Ich hoffe, wir sehen das heute vielleicht sogar am Podium. Aber dazu, der Zone sponsert AlphaTauri, auch sehr interessant. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Hier haben wir den Starting Grid in Bahrain. Salala. Aus der ersten Reihe starten wie immer die Mercedes. Bottas, der Weltmeister, mit 58.000 Vorsprung vor Lewis Hamilton. Sehr, sehr knapp das Ganze, aber immerhin konnte er sich durchsetzen. Max Verstappen von 3 in alter Form, Perez, Sainz und wir auf 6. Das war echt das Maximum. Norris und Alonso, Ricciardo und Ocon auf 10. Dann haben wir Gasly und Stroll, aber mit dem guten Start ist alles drin. Vettel und Leclerc, dann auf 15 Tsunoda und Massa auf 16, ist auch okay. Giovinazzi hinter Russell und Raikkonen vor Latifi. Und in der letzten Startreihe wie immer Schumacher vor Mazepin. Leider gab es keine größeren Transfers. Ich habe es zwar angestellt, aber weil ich mir keinen gekauft habe, gab es doch irgendwie keine Silly Season. Also das ist blöd. Ich habe mir ja die alten gegönnt und deswegen gab es da irgendwie keine Silly Season. Wir werden mit dem alten Kalender fahren, aber wir werden das schon ordentlich durcheinander bringen, wenn wir hoffentlich im Sommertransfer uns einen fetten Fisch angeln. Aber wer das ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Und ich hoffe natürlich, dass wir in der Lage sind, unser Sommer was zu bringen. Hier, die 5 Roten hinter genannt. Wir sind das dunkelblaue Auto hinter dem zweiten weißen Red Bull. Los geht's, der große Preis von Bahrain. Unser erstes Rennen in der zweiten Saison. Wir hatten einen fantastischen Start. Kommen wir besser weg, das Kampf setzen. Jetzt schon neben Sergio Perez. Gehen ganz außen, ganz, ganz außen. Hier vorbei an dem ersten Red Bull. Von dem Windschatten an dem Mercedes vorbei. Oh, den Windschatten. Arbeiten wir uns hier an Max Verstappen dran. Was war das denn für ein Start von 6 auf 3? Und das ist echt wow. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe die Schwierigkeit doch endlich auf ein Level raufgedreht, wo ich auch zufrieden bin. Wir fahren immer noch auf 95, 96, glaube ich, fahren wir. Aber da bin ich zufrieden. Da kann ich mit der KI mithalten. Und ja, ich weiß, ich sollte vielleicht noch 1, 2, vielleicht sogar 3 raufdrehen, weil das teilweise natürlich zu gut ist für die zweite Season von meinem Team. Und ich weiß, ich werde auf den nächsten Rennen dann ein, zwei Stufen wieder auftreten. Ich halte dich da auf dem aktuellen, aber jetzt fern uns ein bisschen. Wir dürfen uns nicht vom Verstappen, wir müssen im 1-Sekunden-Fenster bleiben, um dann DS zu bekommen. Also noch können wir gut mithalten, aber auch Perez, der klebt uns förmlich auf der Stoßstange. Hier den Berg rauf, da kommen wir echt gut voran. Da kann ich Vollgas durchfahren mit dem Setup, was ich habe. Früher gab es das gar nicht, dass ich hier irgendwie nur annähernd Vollgas durchfahren konnte. Das ist jetzt Gott sei Dank anders. Wie findet ihr das neue, bessere Handling von Formel 1 21? Also ich bin ein Riesenfan jetzt von dem Game wieder. Ich bin so wirklich fasziniert, was die daraus gemacht haben. Wir kommen hier gut dran, auch im Windschatten. Na, es ist leider das erste, aber wir arbeiten uns hier. Schau mal, wie ein Riesenschritt wir uns hier drankommen. Also wir können auf jeden Fall mit Verstappen mithalten. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht klappt, dass wir ihn gleich auf der Strecke irgendwie überholen. Aber wir werden es versuchen, vielleicht sogar mit einem strategischen Undercut oder so. Es ist auf jeden Fall die Chance da, um Verstappen irgendwie nur zu überholen. Und das werden wir natürlich nutzen. Also sonst wären wir nicht als Racing. So, hier haben wir nochmal die Start-Replay von meiner Sicht aus. Also wir hatten hier einen viel besseren Start als Carlos Sainz, der hat anscheinend ein bisschen Wheelspin. Auch Perez, na, der war ein bisschen blockiert von der Mercedes. Verstappen ist eigentlich gut gestartet und ich weiß nicht, Hamilton hatte da irgendwie die Arschkarte, der ist da innen gewesen. Und ja, dann wurde er da, ja, ich weiß nicht, der hat da abgebremst. Ich denke mal auch, weil vielleicht Verstappen ihn da ein bisschen zu weit rausgedrängt hat, der wollte da das nicht zulassen. Hat er ein bisschen abgebremst und deswegen hat er dann auch nicht verloren und auch Perez dann im Vorgeschluss. Das ist natürlich schade, aber das hat uns natürlich sehr geholfen. Wir arbeiten uns hier fett dran. Guck mal hier, Ende, Anfang Runde 3, wir kommen hier schön dran. Ich möchte ein bisschen aus der Dirt raus. Ich weiß nicht genau, wie groß der Effekt ist, aber die Reifen werden natürlich dadurch
viel schneller kaputt und das möchte ich, oder auch die Temperaturen gehen in die Höhe. Das möchte ich natürlich verhindern. Solla, Runde Nummer 4, Ende Runde Nummer 4. Wir sind hier verdammt nah Max Verstappen dran. Auch Bottas kommt mir so vor, der ist zwar seine 2 Sekunden weg, aber 2,5 Sekunden weg, aber es kommt jetzt nicht so vor, als ob er uns richtig abschießt. Diese Runde geht in die Box. Jetzt ist auch gibt das uns eine gute. Wir kommen hier schön an Verstappen dran. Zack, okay, da bremst okay, hier alles klar. Sehr, sehr früh. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Brake-Test war oder ob ich einfach geschlafen habe mit dem Rüberziehen, aber das war schon sehr knapp. Aber hier kommen wir jetzt viel besser raus. Jetzt gehen wir den Berg hier rauf, 5. Kurve. Da wären wir vorbei, aber ich Idiot. Die Reifen sind halt richtig durch, man sieht es beim linken Vorderen. Der tut nicht mehr das, was er machen soll. Der tut nicht mehr das, was er tun soll. Und deswegen verlieren wir hier wieder den Platz. Ende der Runde sind wir wieder ganz knapp dran. Aber jetzt kommt der strategische Coup. Wir machen ganz, ganz spät den Zug in die Box rein. Der Undercut ist also da. Ich möchte Verstappen undercutten. Aber was dann passiert, das ja, hätte ich so auf Ziel schaffen. Aber jetzt mal hier, wir kommen aus P21 raus, Gott sei Dank vor Giovinazzi. Ich glaube, der war schon in der Box, oder? Oder hatte da einfach nur einen schlechten Start, der ist weit hinten. Es gab bis jetzt noch keinen Ausfall. Also die neue Season ist okay, wir sind am Mazepin dran, der uns hier Gott sei Dank noch Windschatten schenkt und in die Boxer biegt. Ah, Windschatten, der schenkt und in die Boxer biegt. Söller! Und jetzt ist Hamilton in der Box und der Verstappen und der hat richtig Boden verloren, Verstappen. Ist jetzt hinter Hamilton zurückgefallen. Und das ist natürlich unsere Chance. Jetzt geht's Angriff Bottas. Schnellste Rennrunde und probieren einen Undercut zu machen. Wir sind locker 2,23 Sekunden weg. Ich hoffe nur nicht, dass es funktioniert hier. Hier ist Bottas und wir kommen vor ihm raus. Wir haben Bottas mit 2,5 Sekunden Vorsprung undercutet. Also wie, was für eine Macht auf dieser Strecke ein Undercut ist, hat unsere Überholung über gerade gezeigt. Also der Undercut hat uns hier den ersten Platz vorerst mal beschert. Also ich will mich nicht loben, aber das war ein strategischer Coup vom Fenster. Sowas hätte man von Mercedes oder Red Bull erwartet, aber Gott, bei Gott nicht von ITU Racing. ITU Racing, so ich bring's gar nicht mehr raus. Den Berg rauf haben wir uns hier dran gearbeitet. Ach ja, das war der Ausfall. Und das war dieser erste Versuch, hier außen anzufahren, innen dann anzutäuschen und dann durchzufahren. Ich liebe es. Wenn du ein bisschen schneller als der Vordermann bist, kannst du dir solche Versuche erlauben. Das war natürlich jetzt ein Griff ins Klo. Ja, ich bin ja von der Ideallinie abgekommen und dann direkt in das Gras. Das war echt knapp, dass uns nicht Paris da gehabt hat. Aber trotzdem, das war einfach nur toll. Und hier dann auch die ersten Fights gegen Bottas. Warum zeige ich euch das hier? Er hat nämlich oft versucht, uns zu überholen. Und das ist jetzt das Resultat raus. Okay, ja, jetzt kommt das hier nochmal. Hier sehen wir nochmal die Ansicht. Bottas kommt immer näher und jetzt ist auch innen. Ja, wir lassen ihm natürlich Platz zum Atmen. Hier kommt so ein bisschen, ja, ich wusste nicht genau, ob wir das schaffen können, Bottas hinten zu halten. Und das wird echt eine verdammt schwierige Sache hier. Ich bin so zwiegespalten. Also mit Bottas das Ganze hier zu machen, ist echt schwierig. Also der ist so schnell. Der hat natürlich so ein bisschen das Selbstbewusstsein als Weltmeister. Und ja, und jetzt die ganze Geraden. Wir haben nicht viel ERS. Okay, doch 75% trotzdem. Wir werden das erst ganz zum Schluss aufdrehen, wenn wir es dann benötigen. Wir werden hier ein bisschen gleich auf Deckungslinie gehen. Hier kommt Bottas schon innen. Nein, und ich verbremse mich hier, weil ich abgedeckt habe, ich Idiot. Aber Bottas, das geht noch. Das geht noch. Wir lassen den Platz machen. Jetzt lenken wir rüber. Dass er genau weiß, so. Halt, stopp. Das ist die Linie. Anfahrt, letzte Kurve. Zur letzten Runde. Wir sind im letzten Bereich. Und hier ist Valtteri Bottas. 50.032. Da kommt der Blick Runde, rüber und der überholt uns hier. Jetzt drehen wir auch das ERS auf. Und ich hoffe, wir können kontern. Jetzt geht's in die erste Kurve rein. Wer bremst später? Natürlich Bottas, weil er vorne ist. Aber jetzt sind wir neben ihm. Solla. Wir machen das gleiche wie bei Verstappen vorhin, aber haben viel weniger Grippers der und kommen ihm dann nicht mal annähernd nahe. Ich probiere nochmal zwar dieses Verzweiflungsreinbremsen, aber das hilft heute nicht. Bottas einfach zu überlegen, das ist so scheiße. Wir haben es bis zur 13. Runde geschafft, ihn hinten zu halten, aber jetzt sind doch die Reifen, ich meine, die sind 3 Runden älter. Das ist halt leider das ist halt leider so ein bisschen das Traurige am Undercut. Wenn man 2-3 Runden früher reinfährt, dann sind die Reifen am Ende schon ein bisschen lidierter als die von dem Gegner. Und ja,
dann sieht es halt so aus wie bei uns jetzt. In der letzten Runde werden wir dann nochmal von dem Bottas überholt und der fährt auch als erster ins Ziel. Das ist schade. Er schnappt uns so ganz knapp den Win weg. Okay, das ist echt blöd. Leistung. Wir wissen zwar, wir die Pace ist da, aber Mercedes ist verdammt schnell in dieser Saison hier. Und ich hoffe natürlich, wir können das irgendwie nochmal ausgleichen. Wir sind von 6 auf 3 mit einem bombastischen Start. Dann natürlich nochmal der Undercut gegen Verstappen. Also das war auch ein tolles Rennen, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht zu fahren. Und ich hoffe, das hat man auch gemerkt. Das war echt toll. Ich finde die zweite Saison jetzt schon viel besser wie die erste. Das Design gefällt mir sehr. Und auch die KI, die ist so energisch. Also wirklich, die ist echt toll dran. Mercedes ist zwar leider wieder ganz oben, aber wir wissen, es wird ein verdammt knapper Titelfight zwischen Red Bull, ITU Racing und Mercedes. Vielleicht sogar Ferrari, wenn die noch ein bisschen den Anschlusszug finden. Aber das weiß ich natürlich nicht. Salah, hier das Podium. Unser Design gefällt mir sehr. Ich weiß nicht genau, ob der Anzug so bleibt. Vielleicht ist da noch was Neues im Pass drin, weil der gefällt mir. Diese Striche gefallen mir einfach gar nicht. Also so diese Akzente, Hand, Füße und so weiter gefallen mir. Aber diese ganzen einzelnen Striche da drin gefallen mir jetzt nicht so. Trotzdem, wir gewinnen hier vor Valtteri Bottas. Wir werden Zweiter hinter Valtteri Bottas. Ich hätte schon das andere gesagt, aber ist leider nicht so. Ich hoffe, das Rennen hat euch gefallen. Es war für mich sehr actionreich, hat richtig Bock gemacht auf mehr. Ich wollte danach auch gleich Imola fahren, hat aber leider keine Zeit mehr. Also hier haben wir nochmal die Aufstellung. Und leider wieder sehr enttäuschend. Massa ist nicht unter die Top 14 gekommen, aber er ist 15 geworden, ist auch okay. Ich meine, von 16 auf 15 ist auch eine tolle Leistung, muss man sagen. Die Rangliste ist, wir sind nur 6 Punkte hinter Bottas, weil ich die schnellste Rennrunde halten konnte. Und die Konstrukteurswärme ist leider ein bisschen trauriger, wir sind nur Dritter. Es sind zwar nur minimale Abstände, aber natürlich fahre ich theoretisch nur aus einer alleine, weil Massa noch nicht das, ja, so ein bisschen den Anschlusszug hat. Hier haben wir nochmal die Statistik. Ab 20 gibt es einen vierten Sponsor. Also die 20% möchte ich auf jeden Fall noch kassieren. Ein Sponsor ist jetzt mal abgesprungen. Und ich traue mir echt, ich meine, wir haben heute 19 Punkte geholt. Und ich habe zuerst echt überlegt, ob wir was Größeres nehmen sollen. Aber ich traue mir echt das zu, dass wir an einem Wochenende die nächsten 3 Monate einen Win schaffen. Gerade Imola oder so, Aserbaidschan, das sind meine Lieblingsstrecken. Da könnte was drin sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Es war ein sehr tolles Rennen, sehr intens, aber ich hätte doch gern wieder 50% reingefahren, konnte das aber irgendwie nie einstellen. Also ich hoffe, dass ich das irgendwie rausfinden kann, ob man das nochmal nachträglich einstellen kann. Wenn nicht, tut es mir leid, aber ich weiß nicht genau. Ich habe die Einstellung nicht gefunden und probiere das natürlich noch ein bisschen. Falls ihr wisst, wie man das findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber für heute war es mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zugucken wie ich beim Fahren. Und falls ihr das hattet, abonniert natürlich gerne den Channel kostenlos. Schaut auch gerne auf macht auch gerne das Däumchen nach oben weg und aktiviert gerne die Glocke für mehr. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Auch zu unserem TikTok-Account ITU-Gaming oder auch its-Tobi. Da gibt es vieles Neues. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Vielen Dank, bis morgen und ciao. Track, trying to master rap. I never gave it up when they called me whack. I gotta run the game like I'm a running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.